obwohl er yani der beste Gefährte, der beste Freund vom Prophet sallam war, bevor der Prophet sallam entsandt wurde und ihm der Koran offenbart wurde und nachdem der Prophet sallam ein Gesandter wurde, war er der beste Freund von Muhammad sallam. Obwohl es so war, dass er der beste Freund, der ihm am nächsten stand, am nächsten zu ihm war, immer. Wenn du die Hadith liest, Muhammad sallam ging mit Abu Bakr und Umar. Muhammad sallam kam mit Abu Bakr und Umar. Muhammad sallam saß mit Abu Bakr und Umar. Subhanallah, was für eine Ehre. Sein Leben war immer mit Muhammad sallam. Mit den besten Menschen, mit den besten Propheten. Aber trotzdem, schaut, wie er kämpfte, damit er eine hohe Stufe bei Allah hat, damit er Belohnung sammelt, damit er sein Konto füllt mit guten Taten. Er fastete und speiste die Armen und ging Kranke besuchen und ging mit einem Leichenzug, alles in einem Tag. Und das waren nicht alle seine Taten. Der Prophet hat nach diesen vieren gefragt, aber er antwortete mit Ja. Was denkst du, wenn er noch 10 andere Sachen genannt hätte? Wer hat heute Koran gelesen? Wer hat heute Allah gedacht? Wer hat heute dies gemacht? Wer hat heute das gemacht? Ich bin mir sicher, seine Herren wäre hochgegangen. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, er war schon vor dem Islam einer, der niemals einen Götz angebetet hat. Er war kein Muslim. Es gab noch keinen Islam. Aber er hat sich davor geekelt. Und er konnte nicht einen Götzen anbeten. Es war für ihn komisch, einen Götzen anzubeten. Er wusste, da gibt es einen Schöpfer. Er hat vor dem Islam keinen Götzen angebetet. Und er hat vor dem Islam nicht gefrevelt, die Grenzen nicht überschritten. Er hat keine schlimmen Sachen getan. Er hat keinen Alkohol getrunken, Unzucht begangen und so weiter. Vor dem Islam schon war das ein sehr, sehr guter Mensch, subhanallah. Obwohl er noch keinen Glauben hatte, von den Eigenschaften her. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaft bekam und der Engel kam zu ihm und sprach zu ihm, er war der erste Mann, der den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist und die Schahade aussprach und Muslim wurde. Was machte er hierauf sofort? Er erkannte darauf sofort, dass seine Zugehörigkeit zum Islam Pflichten mit sich bringt. Er hat angefangen, Da'wah zu machen, sofort, am gleichen Tag. Und kam am nächsten Tag zum Prophet sallam. Ja, und da gab es noch keine offenkundige Da'wah. Es war eine versteckte Da'wah. Und die Muslime waren erst zu zwei, zu dritt. Ja, es war versteckt. Und er hat versteckt Da'wah gemacht. Und trotzdem, guck mal, wie Allah also ihm Baraka gab in seiner Da'wah, kam der am nächsten Tag mit 5 oder 6 von den 10 besten Muslimen von der Ummah Muhammad sallam. Uthman ibn Affan radiallahu anhu ist Muslim geworden. Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu und andere. Was macht er? Direkt in den ersten Tagen. In der ersten Zeit, in der schwierigen Zeit, als sie noch ganz wenige waren, sie waren an der Anzahl ganz wenige, 5, dann 10 Muslime und alle anderen sind Götzendiener, alles andere sind Feinde und alle anderen sind Feinde. Was machte er? Er ging zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte zu ihm, oh Gesandter Allahs, lass mich Da'wah machen, lass mich die Menschen zum Islam rufen. Der Prophet sagte zu ihm, noch nicht. Er sagte zu ihm, noch nicht, Abu Bakr, noch nicht. Und er beharrte darauf. Eines Tages erlaubte ihm der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, geh und mach die Da'wah. Rufe zum Islam. So ging er mitten in Mekka vor der Kaaba und rief die Menschen auf. Rief sie auf zu La ilaha illallah. Was haben die Götzendiener dann gemacht? Die Götzendiener versammelten sich alle um ihn herum und haben ihn geschlagen. Sie haben ihn geschlagen ins Gesicht. Radiallahu anhu.
bis er überströmt war mit Blut. Von oben bis unten war er voller Blut. Und alle haben gedacht, er ist gestorben. Für was? Um die Menschen zu rufen zu La ilaha illallah. Und dann sollte sich einer von uns fragen, was haben wir schon gemacht für den Islam? Was haben wir für uns selbst schon mal gemacht? Dann haben sie ihn getragen und er ist in Ohnmacht gefallen. Sie haben ihn zum Haus seiner Mutter getragen. Und er war in Ohnmacht, er war nicht da. Als er erwachte, was sagte er? Als allererstes, er sagte, wie geht es dem Gesandten? Sie sagen zu ihm, wie geht es dir? Er sagte zu ihm, wie geht es dem Gesandten? Was haben die mit dem Gesandten gemacht? Er hatte nur Angst um die Gesandten, Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu hat sein ganzes Geld, seine ganze Kraft geopfert für den Islam und für Muhammad sallallahu alaihi wasallam und für diese Da'wah. Was war seine Eigenschaft, seine bekannte Eigenschaft, was er mit seinem Geld machte? Wir kaufen uns, obwohl es erlaubt ist, ja, wir kaufen uns und trachten nach dem schöneren Auto und den neuesten Modellen und nach den schönen Klamotten und nach dies und nach dem. Aber was macht Abu Bakr radiallahu anhu mit seinem Geld? Er kaufte sich die Barmherzigkeit Allahs. Er kaufte sich die Nähe Allahs mit seinem Geld. Er kaufte Sklaven wie Bilal radiallahu anhu, der Stern des Islams, der Gebetsrufer von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er kaufte die Sklaven und gab ihnen Freiheit. Das hat er mit seinem Geld gemacht. Und viele andere Sklaven hat er freigekauft und dann befreit und Freiheit geschenkt. Eines Tages hat er sich mit Umar radiallahu anhu gestritten. Ein kleiner Streit. Ganz kleiner Streit. Ja? Und dann ist er zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat ihm das erzählt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist sauer geworden. Ist sauer geworden und hat gesagt, wollt ihr mir nicht meinen Freund in Ruhe lassen? Guck mal, worum es geht, Abu Bakr mit Umar. Aber er sprach zu ihnen und rief, wollt ihr nicht meinen Freund in Ruhe lassen? Er hat an mich geglaubt, als ihr sagt, ich lüge. Er hat mir geholfen, als ihr mich bekämpft habt. Und hat dann wiederholt, lasst meinen Freund in Ruhe. Er hat ihn verteidigt, subhanallah. Und Umar hat so viel geweint danach, weil er sah diese Liebe, die der Prophet zu Abu Bakr hatte. Eines Tages fragte man Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wen liebst du am allermeisten, o Gesandter Allahs? Und er erwiderte, Aisha radiallahu anha. Dann fragte man ihn, und wen liebst du am meisten von den Männern? Er sagte, ihr Vater, Abu Bakr as-Siddiq. Und keiner hatte so einen Platz und so einen Stellenwert im Herzen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam wie Abu Bakr. Keiner. Und er sagte zu ihm, O Gesandter Allahs, ich habe für Sie Allah und den Gesandten hinterlassen. Er hat alles gespendet, was er hatte. Was ist das nur für ein Vertrauen in Allah? Und wenn ich meine alles, dann meine ich nicht, er brachte das Geld und hat dann zu Hause noch Gold und teure Immobilien und Handys und alles, was irgendwie an Wert hat, hat er gebracht und den Propheten gespendet. Nicht für den Propheten, für den Islam, für die Da'wah, für die Armen. Was für ein Vertrauen hatte er auf Allah Azza wa Jal, dass er abends noch irgendwie wieder versorgt wird. Wir haben alle Angst, Hijra zu machen. Die meisten haben Angst wegen dem Finanziellen, weil sie denken, Deutschland und die Firma und Sozialamt, das ist der Versorger. Und haben kein Vertrauen auf Allah, weil Allah ist der Versorger. Allah wird dich versorgen.